zufällig entdeckt, und zwar das Schiff. Und zwar genau das Schiff. Das Schulschiff Bex. Ja, da drüben sehen wir schon mal ein bisschen, und den Rest seht ihr gleich, wenn wir näher dran sind. Entschuldigt bitte den Ton, weil Wind. Ja? Wir gucken jetzt einfach mal, wir gehen einfach mal näher ran. Ihr seht ja hier die Treppen. Ne? Also zweimal laufen, einmal runter. Ist hier oben angesagt. Ja, also wenn das nichts ist hier, dann weiß ich auch nicht. So, dann wollen wir mal gucken. Wir haben es endlich gefunden. Haben wir Glück gehabt, also mehr durch Zufall, weil ursprünglich waren wir schon wieder auf dem Rückweg, sag ich mal. Ja, und dann gibt es hier noch das Pannekoekschip, ne? Admiral Nelson. Hier vorne. Ja. Und die Alexander von Humboldt. Und das ist nämlich das Bex-Schiff. Und sonst nichts. Ja. Und das zeige ich euch jetzt. So, natürlich werde ich es noch für euch fotografieren und in den Anhang packen. Also Bilder im Anhang, ihr wisst Bescheid. Also bleibt mir wohl gesonnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, wenn ihr mögt, morgen. So, also doch nochmal einen kleinen Anhang. Ich habe ja gesagt, dass man das so mieten kann so für Ausflüge oder so. Ne? Ich glaube, das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Also mich jetzt ein Restaurant- und Hotelschiff. Wir werden natürlich anfragen, ob wir mal eben kurz darauf drehen dürfen. Ja, und versprechen kann ich es euch nicht. Auf jeden Fall haben wir dann hier am Anleger auch noch eine kleine Bar. Und oben geht es dann weiter auf dem Schiff. Also es scheint so nicht mehr fahrtauglich zu sein. Wir gucken aber mal, was wir da hinkriegen. So, wir haben gefragt und siehe da, wir dürfen. Sogar spontan. Normalerweise hätten wir jetzt einen Termin machen müssen zum Drehen. Aber spontan geht das. Wir müssen natürlich auch aufpassen, weil hier sind auch Gäste. Und dann können wir natürlich ja nicht die Gesichter so zeigen. Ne? Tatsächlich wurde es außer See gestellt. Weil sich das auch nicht mehr rentiert hat mit den ganzen Schulausflügen und so, dass sie das Segeln lernen können in der Karibik. So wurde uns das gerade zugetragen. Und entsprechend wurde es vor der Verschrottung Gott sei Dank gerettet. Und ja, so steht es jetzt hier als Bar. Ja, unter anderem. Also das heißt, jo, man kann hier gemütlich zusammensitzen und sogar ein Hotel ist hier drin. Ne? Also, wisst ihr Bescheid, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar haben wir hier gleich den Tresen, ne, den Tresenbereich mit einem schönen Bild des Schiffes, wie es richtig aussieht, wenn es richtig die Segel gehisst hat. Ja. Und darf natürlich nicht fehlen. Ne? Ja, das ist der Tresenbereich, wie ihr seht. Entsprechend haben wir hier noch auch viele Ausstellungsstücke, die in der Vitrine rumstehen. Ne? Was auch ganz schön ist mit den ganzen Gläsern. Und natürlich auch hier den schönen Tischbereich, ja, den richtig schönen Gastbereich. Könnte schon fast Kapitänsbereich gewesen sein, wenn man das so sieht. Und auch richtig schön, was alles hier so vertreten ist an Wimpel und ne, alles mögliche hier, Kupferstiche und so. Also richtig mit viel Liebe zum Detail wurde es hergerichtet. Das ist aber nur die kleine eine Ecke. Ne? Es gibt natürlich noch viel mehr. Das heißt, wir sind jetzt gerade unter Deck und werden gleich auf Deck gehen. Na, natürlich können wir keine Zimmer zeigen, ist klar. Außer spontan wird gesagt, okay, ein Zimmer ist leer, könnt ihr euch mal kurz angucken, fertig. Ja? Also eine Koje. Aber ansonsten, nein, wir werden hier keine Türen öffnen oder sonst irgendwas. Das machen wir nicht. 1995 Bremerhaven. Ja, da haben wir dann auch nochmal die Goy Fock mit der
Alexander von Humboldt. Ne? Wie gesagt, das ist wirklich die, die auch original bei Beck's zu sehen war in der Werbung. Das ist original dieses Schiff. Von daher rettungswürdig. Das ist der Taufbrief, den wir hier haben. Ja, getauft wurde das Schiff irgendwann, Moment, Brauerei Beck & Co. Steht hier so, sogar richtig. Und zwar 1988, am 20. Mai. So, Deutsche Stiftung Sail Training. Haben wir da auch noch so einen schönen Teller, ne? Der da im Hintergrund gerade ist. Hier haben wir ein bisschen Merch, ja, was man so ein bisschen mitnehmen kann. Ne? Und ja, natürlich auch wieder hier jede Menge Kupferstiche, sage ich jetzt einfach mal, die hier hängen. Ne? Und es gehört einfach dazu. Maritim, sagen wir es mal so. Ne? Richtig schön maritim. Und hier ist auch die Peiltafel. Brennstofftanken, Ballast und Frischwasser. Ja, da seht ihr ja, wie viel maximal geht an den einzelnen Stellen. Gut, hier fehlt eine Zahl. Und dahinter ist dann quasi der aktuelle Ist-Wert. So, hier nochmal ein Poster davon. Also richtig cool. Ich hoffe, ich finde hier wieder raus. In die richtige Richtung vor allem. Aber ich glaube, das lässt sich hinbekommen. Ja, da gehen wir dann nicht lang. Da geht es dann in Richtung, also hier hinter geht es Richtung Rezeption und da zu den Messen und Niedergang, Maschinenraum. Ja, also da kommen wir natürlich dann auch ungefragt definitiv nicht rein. Das machen wir auch nicht. Ja, jetzt sind wir hier gerade wieder draußen und gucken jetzt hier schön an ja, zur Schlachte hin. Na, hier ist auch der Tresenbereich. Und da sehen wir dann auch noch jede Menge, ne, was das Schiff alles so erlebt hatte. Ne? Auch was so die Aufgabe war, ne, mit hier ja, richtig segeln lernen, sag ich mal. Und ich sag mal, auf der Humboldt, ne, lernst du aber richtig segeln. Ne? Hier ist noch so ein Treppenaufgang, da können wir ruhig rauf. Das haben wir vorab auch schon erfragt. Wir müssen, wie gesagt, natürlich aufpassen, dass nicht spontan irgendwelche Gäste da sind. Ne? Und ja, ich glaube nachher, wenn das okay ist und die geöffnet haben, ich glaube, aber jetzt weiß ich nicht, könnte man vielleicht mal eine Kleinigkeit trinken oder so. Müssen wir mal gucken. So. Und ja, hier ist dann so ein bisschen Gastbereich mit natürlich jede Menge, ja, ich sag mal, Tauchen, ne? Ich sag mal, hier für die einzelnen Masten und Segel gibt es natürlich jede Menge davon und auch jede Menge Tische hier. Ja, und jetzt kann man die Zeiten und so weiter genießen. Denke ich mal. Ne? Ja, und da drüben kann man auch eventuell noch sitzen. Aber ist halt nur ein kleiner Bereich. Hier vorne ist dann auch noch ein bisschen Bereich. Natürlich müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Hier haben wir jetzt mal ein anderes hier. Ja, Party. Ein kleines Frachtschiff. Ja. Also das heißt klein, es ist schon ganz schön groß. Ne? Das sind locker. Also wenn ich nur oben sehe, zwei LKWs, aber es sind weitaus mehr LKWs, die dadurch eingespart werden. Ne? Muss man auch dazu sagen. Hier scheinen nur wenige gebraucht worden zu sein von dem Tau. Und ihr seht ja, das ist alles auf Spannung. Das muss es auch. Ne? Also ein bisschen locker ist es auch an einigen Stellen, aber ja, bei dem Wind muss es sich auch ein bisschen bewegen können. Wenn das nicht funktioniert, ist schlecht. Da oben haben wir natürlich auch die Flagge hier, die Becks Flagge, also Becks Windsegel ist das eigentlich, korrekt ausgedrückt. Ne? Und dann auch das Dach hier schön so als Segel gemacht. Also ich finde das richtig cool hier. Ne?
Und ja, was soll ich sagen? Also man kann hier wunderbar gucken. Ich meine, klar, das Wetter sollte auch passen, jetzt nicht gerade so windig sein, wie es jetzt aktuell ist, weil sonst ja, fliegt euch das Bierchen sonst wohin oder euer Softdrink oder keine Ahnung was. Ja, würde ich sagen, gucken wir einfach mal weiter in die andere Richtung. Danke. Und hier haben wir natürlich auch noch einen kleinen Gastbereich. Also was heißt klein? Ne? Also es sind schon ordentlich Tische da. Hier ist auch der kleine Barbereich. Da muss man natürlich aufpassen, wegen Gesichter. Haben sie extra drum gebeten. Sorry. Husten. Gerade mal gehabt. Nicht verschluckt. Das ist doch scheißegal, kannst du bestellen, ja. Lass dir mal einen Anrufbecher geben. So, ja, wir bestellen gleich hier auch mal eine kleine Cola. Also, wenn es klappt, heißt das, wenn sie schon offen haben. Hier ist auch noch mal ein bisschen Bereich. Mittlerweile allerdings nur noch Lager und da ist auch schon ein bisschen aufgeweicht der Boden. Aber das wird alles noch so peu à peu ausgerichtet. Ja. Und hier seht ihr mal das Steuerrad, ne, welches wir natürlich nicht betätigen. Aber Leute, es ist einfach geil. Ich stehe auf der Alexander von Humboldt. Ne? Hätte ich mir auch nie träumen lassen, dass ich das mal schaffe. Aber lasst es auf euch wirken. Es ist einfach nur geil. Und was ich so spontan sehe, schau mal da unten rein. Ja, da steht das Modell dazu. Ne? Also wirklich Hammer. Hätte ich mir nie träumen lassen. Gut, das ist es jetzt aber auch wirklich hier gewesen an der Stelle. Und damit verabschiede ich mich, ne, von der Alexander von Humboldt. Und zwar zum nächsten Video. Mal gucken, was das wird. Ja, und dann lassen wir uns mal überraschen, was noch so kommt. Also, bis dahin und danke fürs Zuschauen. Bleibt mir wohl gesonnen.